Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved mit Reggie. Immer noch von Reggies Sicht, weil ich ja dummerweise meine ganze Aufnahme gelöscht habe. Ich werde jetzt einfach kurz und knapp erzählen, was passiert ist, weil wir haben eigentlich nur gefarmt. Also, ich hatte mir die Aufgabe genommen, ein Floß zu bauen. Dies habe ich jetzt fertig gebaut und wir beginnen jetzt mit der Folge, wenn ich das Floß aufstelle und dann gehen wir nämlich auf eine Expedition und ab hier könnt ihr weiter gucken, weil ab hier wird es wirklich spannend, denn wir erleben. Da komme ich jetzt heim. Aber ich habe auch wieder gesehen, dass Ravager wieder vor unserer Tür da hinten stehen. So Oh nervig. nein. Was? Nein. Da ist gerade eine Spinne an unserem Strand. Sie ist da gelandet. No. No, du hast mich jetzt nicht gesehen. Oh Gott, was. Lauf! Nee, ich. Ja, mach ich gleich. Was? Dann. Ja, ich glaube, sie hat mich gesehen. Ja, aber ich laufe gleich erst los. Sie soll mich erst Nee, beschwören. also nicht so gesehen. Hoffe ich jedenfalls. Nee, hat sie nicht. Sie ist jetzt hinterm Stein. Warte, ich komme jetzt eh gerade heim. Ja, später einfach weglocken oder gucken. Nö, ich lege jetzt alles ab und ziehe mich aus und dann. Lockst du sie weg? Ich mache mich nackig und dann, ja, dann lauge ich sie weg. Alles für Ich. die Klicks. Natürlich, natürlich! Aber das darfst du doch nicht verraten. Also, sie kriegt jetzt wieder ins Wasser. Aber kommt jetzt in Richtung Bude. Ja, Solltest dich beeilen. das habe ich vor. Die steht gleich auf unserem. Jetzt springt die da rum. Nein. Ich will aber wenigstens die ganzen Sachen hier irgendwie, zumindest das Wichtigste. Ey, warum? Ach, Mann. Ja, sollst die beiden, sonst tötet sie dich gleich nämlich. Nee, sie krabbelt jetzt ins Wasser. Ja, das kann sie tun. So. So, jetzt habe ich einfach nichts mehr. Wobei, doch, warte. Kann ja meine ganzen Waffen und so auch mal ablegen. Oh Was? Gott, sie ist hier! Du hast zu lange gebraucht. Ernsthaft? Nein, 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 nein. Ich sag doch, du Oh darfst nicht so lange brauchen. nein. Warum? Tja. Ich habe ja gesagt, nicht so lange. Ist sie tot? Sie ist tot. Ja, und wie viele, Mann, wie viele Dinos mussten dran glauben? Und ich sage auch noch, Mann, ich wollte warte sie nicht so gerade. lange. Aber warum ist sie denn die ganze Zeit jetzt hier hingekrabbelt? Das muss doch eine andere gewesen sein. Die ist doch Nee, nicht so das schnell. war die. Sicher, die ist nicht so schnell. Mal siehst du doch, geht. Krass. So, was haben wir noch? Der Ravager ist, glaube ich, tot. Nein. Mann. Ah, nee, der steht da noch, alles gut, der ist im Wasser. Der ist nur zu blöd Okay. zum Geräuschen. Der hat einfach noch keinen Bock dazu. Ist Ja, doch er hat sich auch scheiße, getötet. ey. Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir überhaupt gewonnen haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, der Skorpion hat auch ein bisschen. Sehr schön. Ihr seid gute Dinos. Ihr seid sehr gute Dinos. Aber fein habt Na ihr gut, das dann gemacht. wissen wir, dass wir beim nächsten Mal unsere starken Dinos dafür drauf hetzen können. Vielleicht vorher einen Tank losschicken, so ein Parasaurus oder so. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? Ach so, die Gesundheit haben sie schon wieder. Wahrscheinlich schon wieder drin. So, Floß steht. Ja, cool. Aber ganz ehrlich, ey, das war jetzt. Rettung in So, letzter knapp, Sekunde. ne? Das war wirklich knapp, ja. Aber ich habe nicht drauf geachtet, was der jetzt für ein Level hatte. Können wir in der Aufnahme näher gucken. Ja, genau. So, Pelzsachen kann ich bauen. Ja, super. Gut. Proktodon-Sattel. Gut, Proktodon können wir, glaube ich, hier nicht sehen. Keine Ahnung. So, ich mach mal das. Ja, dann kann ich ja jetzt meine ganzen Sachen wieder anziehen und nehmen und so weiter. Gut, mit Axt hast du jetzt schon gemacht, ne? Ja.
So, ich drehe jetzt gleich eine Runde mit dem Floß. Willst du mitkommen? Ja, warte. Warte. Ich will noch die ganzen Sachen hier loswerden. Ich habe jetzt nämlich 14 Leder noch hier drin. So ein Keratin, hoffenweise Chitin und... Oh Gott, warte. Ich muss das Fleisch noch in die Räucherkammer. Ach. Sehr schön. So, dann will ich jetzt nämlich nochmal ganz kurz die Sachen ablegen. Okay. Hatten wir das Chitin nicht schon irgendwo drin? Ja, hier. Ja. So. Ach, ja, lass uns Boot fahren. Yay! Freu mich. Dann gucken wir mal. Also ich führe uns jetzt mal am besten dahin, wo... Du hast ja wieder eine Hose an. Hab ich eine Hose an? Ja, du hast eine Hose an. Kann nicht sein. Doch. Ach nee, also deine Unterhose. Ja, okay. Also eigentlich hat Zero nichts an. Hey. Also im Endeffekt ist das... Lieber doch nicht. Oh Gott. Ich hätte vielleicht lieber doch nicht mein Zeug alles wieder mitnehmen sollen, wenn ich die Spinne so sehe. Hallo, Spinne. Ja, das überleben wir schon. Wie er da steht. Ganz cool mit der Karte. Oh, es glitzert. Oh, Glühwürmchen. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Noch mehr Spinnen. Krass, ey. Also du siehst, wir müssen uns auf jeden Fall gegen viele Spinnen verteidigen. Also laut Ressourcenkarte, Hast du dir eine gebaut? Eine Ressourcenkarte? Ja, oder? Nö. Ach so, alles klar. Gerade sagen so, hä? Weil du nie... Die Ressourcenkarte müsste hier irgendwo eisen sein. Triceratops. Oh! Was ist das? Oh Gott! Was ist passiert? Nein. Oh, was ist das? Oh, fuck, keine Ahnung. Es ist der Krokodok. Nein. Stirb. Überraschungsangriff, heilige Scheiße. Dadum, oh. Tot. Na toll. Ja, ich kann das wiederholen. Alles gut. Ich hätte nackig mitkommen sollen. Ich bin aber auch blöd, ne? Manchmal. Ich muss das Floß wiederholen. Gott, meine Sachen. Holy. Hallo. Die spucke ich auch irgendwann auf den Kopf. So, ich komm mit. Willst du mitkommen, ja? Ja. Treffen wir uns dann am Strand hinten rechts? Hinten rechts? Wo ist hinten rechts? Ja, wenn du auf den See blickst. Rechts. Also da, wo man durchschwimmt. Zu dem anderen Teil der Insel? Einfach, wenn du am See rechts läufst. Da, ja. Gut, okay. Ich hatte also doch richtig gedacht. Es gibt kein anderes rechts am See. Wer weiß? Vielleicht hast du dich ja mal geirrt mit so rechts, links und so. Nein, ich mache keine Fehler. Nie. Nein. Es gibt auch keine weibliche Form von Vampire. Und Vampire. Guck mal, da ist ein neuer Kano gespawnt. Ja, ist cool. Cool. Ganz toll. Ja, siehst du, wir haben jemanden dazu inspiriert, ihr Titanic-Musik im Kopf zu haben. Also ich weiß auch nicht, warum du Titanic-Musik plötzlich im Kopf hast. Kann ich also nicht verstehen. Aus meiner Erinnerung weiß ich, dass hier um die Ecke irgendwo ein Raptor ist. Plus ein paar Ravager. Yay. Ja gut, aber dann können wir ja schwimmen zur Not. Da hinten, guck mal da, ich sehe sie doch. Ich sehe sie doch schon.
Was leuchtet da hinten? Es leuchtet. Kommen wir hier hoch? Ja, kann sein, ne? Ja, sieht gut Skorpion. Aus. Wo? Am Stein? Hier oben drauf. Ja, das ist hier oben drauf. Da. Hm? Ohne Waffen kann ich den aber nicht töten. Oh. Ich glaube, er hat uns schon. Nee, hat er noch nicht. Okay. Lass uns mal hier versuchen, vorbeizuschwimmen. Ja, gut, ich meine, was. Ich meine, wir haben eh nichts. Unser Leben? Ja, Wayne. Das bringt uns ohne unsere Sachen auch nichts. Da ist das Floß. Ich sehe schon mal das Floß. Oh. Und du wirst angegriffen. Ja, Piranha. Oh, ich habe ein bisschen auf Leben geskillt. Ich könnte es schaffen. Autsch. Ich nicht. Das sollte ich vielleicht mal tun. Au! Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, was es ist, aber es greift mich an. Ein Piranha. Zwei Piranha. Drei Piranha. Yay. Oh, hier ist noch so ein fettes VA. Ich glaube, da nicht. So. Ich bräuchte aber mal eine Weile, um mich zu regenerieren. Ja, ich kletter hier erstmal rauf und dann können wir gar nicht. Wir kommen hier nicht weg. Wir müssen wieder schwimmen. Ach du Scheiße. Oder? Lass mich mal kurz was prüfen. Ja, mach mal, ich bin sowieso halb tot. Also, alles gut. Der ist jetzt echt mal kacke. Ja. Guck mal. Nee. Wie denn noch? Einer der Piranhas ist tot. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Der liegt hier tot rum. Oh, mehrere Piranhas sind hier gestorben. Die haben sich wahrscheinlich mit dem Dicken hier angelegt. Wie sind die dumm? Wie sind die doof? Ein Piranha ist da aber noch. Der ist doof. Schade, hätte ich jetzt irgendwie noch Fasern dabei, könnte ich hier irgendwie was hinbauen. Könnte man vielleicht irgendwas noch anderes hinbauen? Vielleicht eine Kiste? Eine Kiste wäre möglich. Aber wozu? Zum Raufklettern. Ach so. Oh Gott. Ja. Guck mal, was hat das Erdbeben? Hat das Holz angeschwemmt. Hey. Oh ja, das können wir gut brauchen. Ja. Oh ja. Deswegen also alles Holz auf, was du finden kannst. Ja, mach ich. Mann, warum ist das Aufsammeln immer so scheiße? Ah, noch mehr Holz. Perfekt. Das Erdbeben weiß genau, was wir haben wollen. So. Oh, oh. So, lasset mehr Holz regnen. Dankeschön. Das ist Survival pur, Schatz. Ja, ein Erdbeben und alles kommt runter. Natürlich. Und jetzt noch ein paar Dinos und alles ist gut. Ne? Ja, wir überleben einfach mit dem, was wir vom Himmel geschenkt bekommen. Oh, Dinosaurier. So, willst du mein Holz auch noch haben? Ja, wie viel hast du? Warte, da liegt noch was. Schnell! Ich habe 17 Holz. Sehr schön. Ich brauche noch... Ich habe 13. Okay, perfekt. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Stroh. Das heißt, ich baue mir einfach eine Spitzhacke im besten Falle wahrscheinlich. Nee, dafür brauche ich auch Stroh. Super. Siehst du, und hier... Ach so, ich habe gerade das Holz dahin geworfen. Ah, danke. Wie schön. So, ein bisschen Stroh zusammensammeln und dann haben wir es. Ich helfe dir einfach mal. Wobei, dann verletze ich mich selbst, ne? Au! Nee, ich hab gleich genug. Ich brauche noch 6 Stroh. Wie viel hast du? Ich habe genau 6. Okay.
Ah, jetzt habe ich sogar 80. Mensch. Da. Okay, dann bauen wir jetzt mal eine Kiste und dann benutzen wir die zum Klettern. Guck mal, da oben ist ein grüner Strahl. Also da so, wo wir hin wollen. Das ist unsere Leiche. Ach so. Mann, oh, ich falle aber auch echt immer wieder auf den Scheiß rein. Mann. Kannst du diese Erdbeben lassen? Da war es gerade. Ja, das ist das Vieh hier. Also egal, wo ich hingehe, sind diese Viecher. Das ist unglaublich. Ich sag doch, du kannst nichts vernünftig machen, wenn das Vieh rumläuft. Und springen kann ich auch nicht. Nein! Da war sie wieder. Reggis Springbehinderung. Och man, wie hast du das denn gemacht, sag mal? Soll ich dir nochmal demonstrieren? Nein. Sonst kommt. Oh, ich demonstriere dir das. Also ich gehe hier auf. Also das sieht so ganz einfach aus bei ihm. Und ich springe runter. Musst ganz nah ran. Ganz nah ran und ganz links am Rand. Darfst halt nicht gegen den Stein springen dabei. Ach so. Weiß. Ja. Cool. Ich lerne was. Cool. So. Unser Floß müsste hier hinter diesem fetten Baum sein, ne? Ja, das ist ein gleichen. Auf jeden Fall sollte hier Metall sein. Laut Karte. Oh, oh. Ja, jetzt schon. Hat er mich schon gesehen? Hat er mich gesehen? Also, er sieht zumindest so aus. Ja, ja. Er rannte so sehr wissend in die Richtung. Ja, ich laufe einfach ein Stück. Ich brauche nur meine Leiche. Ich habe da 9 Betäubungspfeile. Dann könnten wir ihn kriegen. Ja, das mit der Leiche könnte schwierig werden. Warum? Da ist nämlich eine Spinne direkt am Boot. Kloppt er sich da mit anderen Sachen jetzt so? Oh, jetzt kommt er noch näher, oder was? Was, die Spinne? Ja, sieht so aus. Ich wage es. Warte mal, was müssten wir. Oh Gott, er kommt direkt auf mich zu. Oh Gott, er kommt direkt auf mich zu. Lauf irgendwo anders hin. Kannst du. Nein, er ist einfach nur beim Boot. Naja, aber du bist gleich noch was anderes. Da kommt noch der Typ da, genau. Ach, verdammt. Okay, also brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Bewaffnung, um da an das Eisen ranzukommen. Was kostet das? 25 Leder. Ja, ich sehe hier aber auch genug Eisen. Doch. Sind wir überhaupt richtig? Also, ich glaube schon. Also, entweder guck, hier oder die Insel da hinten. Ach aber nee, wir müssen hier hoch. Wir müssen anscheinend hier hoch. Ja. Okay, der Krokodok. So, das Ding ist, ich denke, dass einer. Oh, ich verhungere. Ich bin da. Kann ich überhaupt drauf springen, ja, ne? Warte. Wie kann ich auf das Floß rauf? Du musst Floß fahren drücken. Zum Floß und dann fahren. Ach, da. Alles klar. So. Lass uns abhauen. Ach komm, ey. Schnell! Nein! Kein Problem, ich bin in Sicherheit. Alles gut. Echt? Ja. Das heißt, du kannst meine Sachen mitnehmen?
Ich versuche ihn zu zähmen. Du versuchst ihn zu zähmen? Ja. Na gut, er ist nur Level 9, ne? Ganz genau. Ach ja, ja, die Spinne hat sich mit unserem Floß angefreundet. Ich finde das nicht süß. Ja, und jetzt? Ich bin ein Assassine. Weißt du doch. Ja, aber was mache ich jetzt? Auf dich warten? Auf deine Heimkehr? Stehe ich jetzt am Ufer und blicke auf die Weiten des Sees und denke mir, ach, mein Liebling, irgendwann wird er zurück. Du kannst herkommen. Was? Ja, mal gucken. Ich habe sowieso nichts. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keine Betäubungspfeile mehr. Okay, mit dem Knüppel. Luke ist jetzt fast auch erst umgefallen, alles gut. Cool. Also mal gucken, ob ich den Weg alleine schaffe. So. Ich habe nur ein Fleisch. Verdammt. Hm. Dann muss ich hier irgendwas töten. Ja, weiter hinten waren Dodos. Weißt du noch die Dodos? Hätte ich jetzt noch Leder. Oh, ich habe Leder, ich könnte einen Schlafsack bauen. Auf dem Floß, dann kannst du auf dem Floß wieder herkommen. Kann ich das einfach so benutzen? Ja, du gehst zum Bett und dann kannst du. Ach so. Ach. Kannst auch sterben. Ich dir überlassen, ob du jetzt stirbst oder zum Bett gehst und dich teleportierst. Also ich sage mal, sterben geht relativ, geht garantiert schneller. Wenn ich mir hier so meine Möglichkeiten angucke und das, was so um mich rum ist. Hallo Dinos, ich hab euch alle lieb. Ich hab der Sargo hat aber auch wirklich alles getötet, ey. Da ist kein Fleisch mehr unterwegs. Jetzt hat er alles gefressen, die Sau. Ich brauche meine Pfeile. So, dann irgendwas muss ich jagen jetzt. Das Einzige, was mir einfällt, ist vielleicht der Skorpion. Oder, ach genau, hinter der Kiste war noch irgendwas, ne? Aber hier ist ein Bär. Na, Dodos waren noch an der Kiste auf jeden Fall. Oha. Hier sind wieder Ravager am Werk. Zum Glück sind sie weit weg. Ich sehe nur, wie sie andere arme, unschuldige Dinos töten. Hallo, Dodo. Guck mal, Zero freundet sich mit einem Dodo an. Wie süß. Hey. So, der Skorpion war hier irgendwo, ne? Und nicht dein Ernst, oder was? Oh Gott. So, bist du behindert? Soll ich dich töten? Ich töte dich jetzt. Allein da aus dem Grund, weil du fast irgendeinen Fleischfresser hergebracht hast. Oh, ich hab dich verfehlt. Ich hatte Glück gehabt. Oh, ich seh dich. Ich seh dich. Zumindest weit weg, aber ich seh dich. Ach nee, wobei, du bist ja bei den Dodos jetzt, ne? Ja. Wieso spawnst du nicht? Einfach. Weil ich schon längst gespawnt bin. Im Schlafsack? Nein. Zu Hause und ich wollte nicht nochmal sterben. Ach so. Weil, wenn ich den Weg finde, wozu? Na gut, hast du recht. Kann man den Schlafsack später noch benutzen, falls nochmal jemand stirbt. Ja, eben deswegen. Das habe ich mir dann auch so gedacht. Bist du jetzt schon wieder drüben? Ja, ich habe jetzt Fleisch organisiert. Gehe zum Sarko und gebe ihm das. Sehr gut. Ansonsten rennt hier noch so ein Bulldog rum. Aber ich weiß gar nicht, welches Level der ist. Hallo, kleines Bulli-Ding. Welches Level bist du? 45. Ja, von dem sollten wir vielleicht lieber die Finger lassen. Der Bulldog? Ja. Der flüchtet noch. Ach so, ja gut. Sicher? Ja. Er hat schon einen getötet. Okay. Gut dran. Nein! Ach Gott. Weißt du, jetzt bist du nicht da. Jetzt hast du mir doch schon gezeigt, wie das geht mit der Kiste und dem Stein und so. Und klein Regi macht's falsch. Aber du bist schon mal in der Kiste, das ist nicht schlecht. Ja. Wir waren alle sehr mit sich selbst beschäftigt. Das war ganz gut. Der Skorpion war auch weg, warum auch immer. Ja, der ist wahrscheinlich wegen uns aggressiv geworden und ist im Wasser gesprungen oder so, wer weiß. Keine Ahnung. Hat er sich auch einfach mit den Piranhas
liegt oder so. Nur kann ja sein. So, in der Hoffnung, dass jetzt hier oben nicht irgendwas ist, was mich töten möchte. Abgesehen von roten Pilzen. Hast du unser Fluss schon wieder eingenommen? Ja, das Fluss ist frei. Wie gesagt, ich habe ja schon drauf den Schlafsack gebaut. Achso. So, jetzt müsste ich eigentlich zwei Leichen... Wobei, nee, eine nur. I'm there. Hallo. Siehst du mal, was für ein Abenteuer. Und es ist alles gut gegangen. Ja. Wir kriegen sogar einen Dino. Oder ein Reptil, besser gesagt. Das ist cool. Vor allem sieht das hier echt tatsächlich mittlerweile richtig sicher aus. Yay! Wir müssen aber noch schwarze Bären sammeln. Ja, das kann ich. Da helfe ich dir. Vielleicht sogar welche bei... Nee. So, ich zieh mich mal nicht an. Hier irgendwas Sinnvolles? Nö. Oh Gott. Ich gerade erschrocken. Weil du den Busch umgeworfen hast. Ja, ich habe schwarze Beeren gefunden. Zwei Stück, die gebe ich ihm mal. Ach, das war das mit dem Bienennest. Was? Ich glaube, ich habe so einen Bienenstock gefunden gerade, ja. Ja, da hängt auch rum. Honig sammeln. Also, aber ich glaube... Oh, nein. Aber jetzt weiß ich, wovor der eine geflüchtet ist. Was denn? Komm mal den Berg hier hoch. Will ich das? Hinter dir. Da ist ein Ravager. Oh nein. Und doch ist so ein Son Goku Ravager. Nein. Also sollten wir uns beeilen. Ja. Ich finde. Wäre geil, wenn er auf dem Floß umgekippt wäre. Hätten wir ihn mitnehmen können. Ja, das wäre richtig cool gewesen. Oh Gott, 22% gerade mal. Das ist schon einiges. Ja. Das stimmt schon. Frage ist halt, was er mehr mag, Fisch oder Fleisch? Wie viel hast du ihm von allem gegeben? Bei Fisch habe ich ihm 3 gegeben. Und Fleisch? Bisher hat er 1 Fleisch gegessen und 3 Fisch. Oder 2 Fisch, besser gesagt. Ja, dann mag er wahrscheinlich Fisch mehr. So. Ich weiß gar nicht, mit was konnten wir Metall besser abbauen? Mit der Spitzhacke oder mit dem... Ja, mit der Spitzhacke. Ach man, ich wollte hochgehen, die dämlichen Ravager, ey. Tja. Wollte nach Metallausschau halten, ne? Hm. So eine dämlichen Spackos. Ne, was soll's. Ich gebe mich erstmal mit dem Sarko zufrieden. Wenn wir einen Sarko-Sattel haben, dann können wir richtig schnell hier durch die Gegend flitzen im Wasser. Das ist echt cool, ganz ehrlich. Also. Schon. So. Und dann ist die Frage, wahrscheinlich sollten wir den dann erstmal sicher nach Hause bringen, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Stimmt besser. Aber ich weiß nicht, kann man den Honig einfach einsammeln oder sind dann die Bienen böse? Ich bin dadurch gestorben. Die Bienen waren böse auf mich. Ja, okay, gut. Aber ich hatte danach den Honig. Ich will aber nicht sterben. Sterben ist blöd. So, was ist denn? Dann haben wir jetzt unsere Aufgaben. Also unsere letzte Aufgabe. Das Tier zähmen, was hier den ganzen Strand gesäubert hat und dann nach Hause fahren. Und nicht sterben dabei. Ja, erstmal brauchen wir die schwarzen Beeren zur Not. Ich weiß auch nicht, ob das Fleisch hält. Er hat noch 11 Fleisch. Ach, oh Gott, der hat gar keine schwarzen Beeren mehr drin. Hallo? Ja, die habe ich ihm gerade gegeben. Alle? Ja. 5 schwarze Beeren ist so gut wie gar nichts.
jetzt ist da noch ein Skorpion gespawnt. Ich komme. Das ist das Fleisch, gratis Fleisch. Kannst du den töten? Ja, klar. Wo ist er? Hinten bei den Büschen in der Nähe, also in Richtung Hyänen oder Ravager, wie auch immer. Ach, du hast deinen Pfeil. Hast du denn da Pfeile? Ja. Ah, cool. Also ich halte mich bereit mit dem Speer. Pass auf, lass dich nicht schlagen, sonst kippst du um. Ja, seh ich schon. Seh schon. Nein, lass mich in Ruhe. Lauf nicht weg, er ist tot. Gott. Ach ja. Weißt du, blau. Oh. Gute Nacht. Ich sehe da noch ein Skorpion. Aber. Ach so, ah. Ich muss die weißen Bären irgendwo schon im Inventar liegen haben, damit ich sie benutzen kann, ne? Ja. Na gut. Ich habe sie meistens letztens laut drin. Ja, würde ich mir auch angewöhnen. Guten Abend, gute Nacht. Yay, Regi ist wieder wach. So Leute, das war's auch schon für heute. Ob wir es wirklich schaffen, dann im Endeffekt doch noch den Sarko zu tamen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Nochmal, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich meine Aufnahme gelöscht habe und ihr das Ganze jetzt von Regis Sicht aus sehen müsst, weil bei mir ist es natürlich wesentlich spannender, weil ich natürlich die ganzen taktischen Aufgaben mache und versuche, alles wirklich zu meistern. Aber ab Montag, verspreche ich euch, werde ich wieder meine Sicht bringen und ich werde es nicht wieder löschen. Haut rein, ciao.